Drei Politiker, meine Damen und Herren, ein Gedenken, ein Europa. Unser Dank geht an den Premierminister der Französischen Republik, an den Präsidenten des Europäischen Parlaments und an den Parteivorsitzenden und Bundesminister. Allen drei ist gemeinsam, dass sie überzeugte Europäer sind. Allen drei ist aber auch gemeinsam, dass sie eng gestrickte Terminkalender haben. Für alle drei gilt, das politische Tagesgeschäft ruft, aber dass das gelingt, ist ja auch in unser aller Interesse. Wir müssen uns also an dieser Stelle verabschieden. Herzlichen Dank nochmal und einen guten Tag noch. Dankeschön. Drei Politiker, meine Damen und Herren, ein Gedenken, ein Europa, unser Weg in die Diskussionsrunde mit drei Wissenschaftlerinnen bzw. Wissenschaftlern führt über diese Bilder hier. Jedes von ihnen ist rund 100 Jahre alt, nach wie vor von starker Präsenz. Wir sehen die Kriegsvorbereitungen bis in die Familien hinein, wir sehen die Kämpfe und wir erinnern an die vielen Toten dieses Ersten Weltkrieges. Was Gesellschaft und Politik damals bewegt hat, was Gesellschaft und Politik heute bewegt, dazu haben wir einiges schon gehört, was wir jetzt vertiefen wollen, wie gesagt, in einer Gesprächsrunde. Ich darf deshalb begrüßen und auf die Bühne bitten Professor Dr. Anne-Marie Gloanec vom Institut Politique d'École in Paris. Herzlich willkommen. Privatdozentin Dr. Ruth Leiser-Robitz vom Deutschen Historischen Institut in Warschau und Professor Dr. Herfried Münkler, er lehrt an der Humboldt-Universität in Berlin. Wir nehmen doch bitte Platz. Dankeschön. Sie können sich aussuchen, wohin Sie sich setzen möchten. Handmikrofone liegen bereit und wenn Sie sich mit einem Schluck Wasser versorgen möchten, herzlich gerne. Ich glaube, das tut gut, weil wir haben ja schon einigen Input bekommen. Frau Le Gloanec, wenn Sie sich diese Bilder anschauen, die ich eben angesprochen habe, welches hat Ihrer Meinung nach die höchste Aussagekraft, vielleicht auch die stärkste Symbolkraft? Genau, einfach reinsprechen, dann klappt das schon. Geht es so? Ja, ja, wunderbar. Also ich finde, dieses Bild ist sehr beeindruckend. Und ich, als ich dieses Bild gesehen habe, habe ich auch an die sehr berührende Skulpturen von Käthe Kollwitz gedacht. Nicht nur Skulpturen, sondern auch Zeichnungen. Also das ist, glaube ich, meiner Meinung nach einer der grausamsten Bilder des Grande Guerre des Ersten Weltkrieges, der nie eine, also nur eine sein sollte. Der Premierminister hat das ja eben auch sehr eindrucksvoll beschrieben, wie viel Leid, wie viel Tränen mit dieser Zeit verbunden waren. Frau Leiser-Robitz, Herr Münkler, geht es Ihnen genauso oder würden Sie ein anderes Foto auswählen? Ich glaube, Sie müssen es, es ist schon an, es ist schon eingeschaltet. Also wenn ich auf diese Bilder sehe, dann sehe ich wieder mal, dass es vorrangig um die Westfront geht und die Darstellung der Westfront und dass diese Asymmetrie, die wir in der Wahrnehmung und im Gedächtnis haben, hier auch auf den Bildern verzeichnet sind. Die Ostfront kommt nicht vor, obwohl es dort auch einen schlimmen Stellungskrieg in den Karpaten gab und obwohl der Gaskrieg zuerst in Mittelpolen ausprobiert wurde, bevor das Gas in Frankreich eingesetzt wurde. Würden Sie dem zustimmen? Gut, das ist klar bei einer deutsch-französischen Veranstaltung, dass da wesentlich der Akzent auf die Front in Nordfrankreich und Teilen Belgiens gelegt wird. Wir werden vielleicht noch auf die Ostfront zu sprechen kommen. Es gibt aber nicht nur die Ostfront, es gibt auch die Südostfront, also den Krieg auf dem Balkan. Und es gibt vor allen Dingen den Krieg an den drei Fronten des Osmanischen Reiches, also an der Palästina-Front, an der Front in Mesopotamien und an der Front im Kaukasus. Also Bereiche, in denen man sagen kann, dort ist in gewisser Hinsicht der Erste Weltkrieg noch nicht zu Ende.
Mein Bild wäre gewissermaßen das erste Bild in der Geschichte, also diesen Knaben, der eigentlich der Einzige ist, der mit einer gewissen Zuversicht in die Kamera hineinschaut. Es ist interessant, dass wenn wir uns die Soldaten, die aktiven Soldaten vermutlich anschauen, dass sie eher skeptisch schauen und auch der Landwehrmann, also der Mann mit der Mütze und in der alten preußischen Uniform, der mitläuft, schaut eher skeptisch. Wir haben eine Vorstellung vermutlich davon, wenn es aktive Regimenter sind, die hier ausziehen, dass von ihnen im Spätherbst 1914 50% entweder gefallen oder schwer verwundet worden sind. Und auch die Frau, die diese Soldaten begleitet, schaut eigentlich nicht voll Zuversicht. Das ist nur das Kind. Wenn wir überlegen, der könnte vielleicht Jahrgang 1902 sein, worüber Ernst Gläser dann einen Roman geschrieben hat, dann müssen wir etwas bedenken. Das sind nämlich diejenigen, die in Erinnerung an ihre gefallenen Brüder und Väter im Prinzip dann innerhalb des Reichssicherheitshauptamtes die schrecklichsten Gestalten geworden sind. Das alles kann man in diesem Bild ein bisschen sehen. Frau Lugloanek, wenn Sie sich dieses Bild anschauen, auch wie kann man aus heutiger Sicht erfassen, wie in Frankreich mit dieser deutschen Stimmungslage zwischen Skepsis und Euphorie umgegangen worden ist? Damals, also aus heutiger Sicht auf die damalige Zeit. Also was jetzt beispielsweise die Historiografie, die französische Historiografie betrifft, das ist vor allem, es geht vor allem um die Narben, die verursacht worden sind in den Gesellschaften und insbesondere in den beiden Gesellschaften, in den französischen und in der deutschen Gesellschaft. Der Premierminister, der französische Premierminister hat von den Geschichtsbüchern gesprochen, die jetzt geschrieben werden, die also mit praktisch zwei Stimmen und manchmal zwei Stimmen in einer Brust, aber eben diese Deutsch-Französisch, also die Schlussfolgerungen des Krieges auf die Gesellschaften selbst. Also die Euphorie damals, also man hat davon erzählt, es ist zurzeit auch zum Teil auch ein Mythos. Viele waren auch Skeptiker damals, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland. Ist das eine ähnliche Schwerpunktsetzung in der Betrachtung in Polen, die Sie wahrnehmen? Ja, in Polen hat man sich überhaupt mit der Erinnerung an den Ersten Weltkrieg sehr schwer getan, denn natürlich steht das Ende des Ersten Weltkriegs und die Wiederbegründung des polnischen Staates an erster Stelle. Aber jetzt haben sich Historiker wirklich an die Erforschung des ersten Kriegsjahres gemacht und als große Überschrift steht dort die Angst vor dem Brudermord. Denn schon im August 1914 haben Zeitungen aus allen drei polnischen Teilungsgebieten darüber geschrieben, dass es in dem Krieg dazu kommen wird, dass Polen innerhalb der zarischen Armee, innerhalb der deutschen Armee und der K&K-Armee aufeinander schießen werden müssen. Und dazu ist es dann auch vielfach gekommen. Und gerade auch die Literatur des ersten Nachkriegsjahrzehnts ist voll von Episoden der Begegnung von Polen an den Fronten. Wie nähert sich der deutsche Politikwissenschaftler Herr Münkler dieser Thematik an? Wie erfasst er Stimmungen, historische Ereignisse? Sie haben eben skizziert, wie weit dieser Krieg Auswirkungen hatte. Also wenn man das verstehen will, muss man zunächst einmal, glaube ich, analysieren, dass dieser Krieg ja aus mehreren Kriegen bestand. Ich hatte vorhin schon im Hinblick auf die fehlende Ostfront darauf hingewiesen. Man könnte sagen, es gibt erstens den Konflikt, der wesentlich zwischen dem Deutschen Reich und der Französischen Republik ausgetragen wird, um die Frage, wer ist die Hegemonialmacht in Europa? Ein Problem, das es seit 1870 oder vielleicht besser 71 gibt in der Frage der Reichsgründung. Daneben gibt es einen zweiten Krieg, der geht um die Frage, wer wird der Nachfolger des British Empire als Weltpolizist, als Globocop? Denn das ist klar, dass dieser Übergang ansteht. Großbritannien ist durch nicht nur das Deutsche Reich, sondern auch durch die USA in den zentralen Indikatoren
der industriellen Macht überholt worden, der Stahlproduktion und Ähnlichem. Es hat nicht mehr die Potenz, die Rolle zu spielen, das im 18. und 19. Jahrhundert als etwas flapsig formuliert Globocop gespielt hat. Es gibt den Aufstieg Japans, es gibt den Aufstieg der USA. Also diese Frage steht gewissermaßen zur Debatte. Und da muss man auch sehen, die britische Politik läuft eigentlich darauf hinaus zu sagen, wir greifen erst sehr viel später mit voller Wucht in diesen Krieg ein und erst einmal lassen wir unsere Konkurrenten, Frankreich, wo man sich in Faschoda ja vor einiger Zeit gegenübergestanden hat, Deutschland und Russland, Great Game in Zentralasien, aneinander abarbeiten. Und der dritte Konflikt, der uns, glaube ich, heute noch beschäftigt, denn man kann sagen, der zweite Konflikt spielt keine Rolle mehr, die USA haben die Nachfolge Großbritanniens angetreten. Aber der dritte Konflikt ist die Frage, werden die multinationalen und multireligiösen Großreiche Mittel- und Ostmitteleuropas überleben? Und die gehen bekanntlich in diesem Krieg unter. Aber sie sind natürlich schon geschwächt, denn die Idee der Nation hat dorthin übergegriffen. Und das sind, glaube ich, die drei zentralen Elemente. Und die muss man auseinanderhalten, um zu verstehen, was dieser Krieg bedeutet hat, warum er so lange gedauert hat und eben nicht nach ein paar Monaten zu Ende gegangen ist. Im Übrigen im Osten ja in vieler Hinsicht nicht 1918 wie im Westen, sondern als griechisch-türkischer Krieg bis 1923. Die Polen haben, glaube ich, mit den Russen bis 21 Krieg gehabt, der russische Bürgerkrieg geht bis 22 und so weiter und so weiter. Das alles haben wir ein bisschen vergessen, aber in der gegenwärtigen Situation kommen gewissermaßen diese Unterkapitel des großen Krieges wieder in unser Gedächtnis zurück. Ich glaube, die Konsequenzen des Ersten Weltkrieges sind unglaublich relevant für die jetzige Lage. Erstens einmal, das ist der Anfang des Endes der Übermacht, der europäischen Übermacht. Vorher hat Europa, also das ist kein Werturteil, hat Europa die Welt dominiert und die Welt definiert. Mindestens zwei Jahrhunderte lang und exportierte seine Güter, seine Ideen, seine Menschen in die ganze Welt. Und mit dem Ersten Weltkrieg bröckelt diese Übermacht allmählich und wird zum Zweiten Weltkrieg führen. Also diese zwei Weltkriege sind nicht, das ist nicht nur ein Brudermord, was Polen betrifft, das ist ein Brudermord in Europa selbst, also das zweimal Selbstmorde, wie Romain Rolland das nannte für den Ersten Weltkrieg, also zweimal Selbstmord Europa, und Europa verschwindet zum Teil als Hauptakteur in der Welt, und das hat noch immer noch oder immer mehr Relevanz. Was ist die Zukunft Europas und des Westens in der globalisierten Welt? Also wir sind immer noch dabei, die Schlussfolgerungen des letzten Jahrhunderts zu verdauen. Und der zweite Punkt ist die Wiederschreibung oder die Umschreibung der Landkarten. Sie haben, Herr Münkler, den Nahosten erwähnt. Wir haben am Ende des Ersten Weltkriegs mit dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches, Europäer, diese Landkarte da erfunden. Und jetzt haben wir diese Landkarte total, also dazu beigetragen, sie zu ändern. Und die Änderungen dauern und die sind unglaublich gefährlich, gewalttätig, gewaltsam. Also diese Landkarte wird zu einer neuen Welt führen und mit welchen Wehen. Aber in Europa selber auch ist nicht nur die Landkarte, die geopolitische Karte nach dem Zweiten Weltkrieg zu Ende gegangen, hat sich geändert mit dem Zusammenbruch des Kommunismus. Jetzt auch, das war auch das Ende der Landkarte nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Zusammenbruch Jugoslawiens und auch jetzt mit der Infragestellung, was passiert im östlichen Europa. Also diese zwei Punkte
Wo liegt Europa? Hat Europa irgendwelche Rolle zu spielen? Und zweitens, wie sieht die Landkarte Europas und um Europa herum? Das sind, glaube ich, immer noch nachträglichen Konsequenzen dieses Konflikts damals. Ich würde gerne eine Sekunde noch bei dieser Neuordnung der Landkarte, gerade auch für Mittel- und Osteuropa bleiben, Frau Lazarowicz. Wie würden Sie von heute aus gesehen diesen Wandlungsprozess, also ist vielleicht nicht das ganz richtige Wort, weil es war ja schon auch mit einer massiven Gewalteinwirkung verbunden. Wie würden Sie diesen Wandlungsprozess, ich bleibe trotzdem mal dabei, weil mir kein besserer Begriff zurzeit einfällt, wie würden Sie den heute einordnen? Man muss sagen, dass diese Wandlungsprozesse, die am Ende des Ersten Weltkrieges oder kurz danach stattfanden, ja zum Teil gar nicht richtig abgeschlossen wurden, also in territorialer Hinsicht, weil die Territorialkonflikte bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs anhielten oder eben auch diesen damit dazu beitrugen. Und das andere ist, dass die Ethnisierungsprozesse, die wir durch den Ersten Weltkrieg hatten, dass die eben auch lange, lange noch anhielten und zum Teil heute noch heiße Geschichte sind. Wir haben ja in Osteuropa während des Ersten Weltkriegs immer wieder Frontverschiebungen. Dadurch haben wir unglaublich viel Flucht- und Vertreibungsbewegungen. Und wie der englische Kollege Peter Gatrell gesagt hat, man wird vertrieben, man flüchtet als Handwerker, Priester und Bauer und kommt als Lette, Pole oder Armenier wieder zurück. Und diese Nationalisierungsprozesse haben sehr, sehr lange angedauert, wurden dann später unterbrochen, eben auch durch den Staatssozialismus, durften nicht mehr diskutiert werden und sind dann von Neuem doch auch wieder aufgeflackert als Fragen. Herr Winkler, ist das eine Frage, die Sie besonders umtreibt, inwieweit eine Gesellschaft durch ihre Grenzen, ihre geografischen Grenzen bestimmt wird und umgekehrt, inwieweit die Grenze die Gesellschaft bestimmt? Na ja, gut, das politische Ordnungsmodell, das die Europäer in der frühen Neuzeit erfunden haben, ist das des Territorialstaates. Das heißt, dass die Rechtsstruktur und der Souveränitätsanspruch mit relativ scharfen Grenzen umrissen ist. Und dann kam im Gefolge der Französischen Revolution noch die Idee dazu, dass dieser Territorialstaat als räumliche Ordnung mit so etwas wie einer nationalen Identität zur Deckung zu bringen ist. Und tatsächlich ist diese politische Ordnung von ungeheurer Leistungsfähigkeit. Ich glaube, sozusagen der europäische Weg zum Sozialstaat hat auch etwas damit zu tun, dass die Idee der gemeinsamen Solidarität auf eine nationale Projektion gegründet worden ist. Mit Ausnahme der Schweiz gibt es vermutlich, die würde sich auch als Nation, aber als Multination begreifen, kein Land, das diese Entwicklung erfolgreich durchgemacht hat, ohne diesen Rekurs auf nationale Solidarität. Wenn wir über den Ersten Weltkrieg sprechen, wollen wir ja nicht vergessen, dass es der Kriegführungsstaat gewesen ist, der zum Steuerstaat sich verwandelt hat. In Deutschland ist das Ende 1916 der Fall, als die Kosten explodieren und sie erstmals nicht mehr aus Kriegsanleihen finanziert werden, sondern jetzt Steuern, Steuern, Steuern eingeführt werden. Aber als der Krieg zu Ende ist, werden diese Steuern nicht gestrichen und weggenommen, sondern der Kriegführungsstaat verwandelt sich in den Sozialstaat, zwangsläufig, denn er hat den Familien die Ernährer weggenommen. Er muss jetzt Vaterstaat sein, weil er den Familien etwas angetan hat. Und das hat natürlich dann auch Folgen durch die europäische Geschichte. Also wenn man sich das vor Augen führt, muss man sagen, ja, dieser Nationalstaat ist ein ungeheuer leistungsfähiges Gebilde. Und in diesem großen Krieg von 14 bis 18 haben sich die multiethnischen Imperien als ihm unterlegen erwiesen. Österreich-Ungarn zerfällt, das zarische Russland zerfällt, das Osmanische Reich zerfällt. Und das sind eigentlich die Folgen, die für uns heute noch bleiben.
Und relativ lange hatten wir sozusagen in der Vorstellung gelebt, naja, man muss gewissermaßen dieses westeuropäische Erfolgsmodell Nationalstaat nach Osten ausdehnen, dann wird alles gut. Es gibt Beispiele, da hat das funktioniert, schwierig, aber dann doch irgendwo Polen oder Tschechien. Es gibt aber auch Beispiele, ich würde sagen, das sind die postimperialen Räume, wo es eine solche nationalstaatliche Gründungserzählung und eine entsprechende Identität nicht gibt. Die Ukraine ist ein Beispiel dafür. Aber auch die Implosion des Irak, die Implosion Syriens, die schon vor längerem stattgehabte Implosion des Libanon sind Beispiele dafür. Und das heißt, wir Europäer werden im 21. Jahrhundert, wer weiß wie lange noch damit beschäftigt sein, gleichsam diese aufgelösten Ordnungsräume, die sich von der Ukraine über den Kaukasus, den Nahen und Mittleren Osten, eigentlich bis zur nordafrikanischen Küste ziehen, zu stabilisieren. Und ob uns das gelingt oder ob uns das nicht gelingt, wird letzten Endes über unsere Prosperität entscheiden. Das, was in der Rückschau genauso befremdend wie bestürzend wirkt, ist das, was Christopher Clark, der ja heute auch schon zitiert worden ist, beschreibt als die schlafwandlerische Eskalation des Konfliktes. Frau Lazarowicz, gerade angesichts der Lage in der Ukraine, Herr Mückler hat es angesprochen, gerade auch nach diesem Wochenende ist das ja ein Punkt, über den sich sehr viele Menschen sehr große Sorgen machen. Gerade Polen als Nachbarland der Ukraine sieht sehr aufmerksam dorthin und man hat dort auch etwas mehr Erinnerung an die Nachgeschichte des Ersten Weltkrieges, die sich in der Ukraine abgespielt hat, also der Bürgerkrieg und die russische Einverleibung bis 1921. Und insofern gibt es dort auch wirklich große Befürchtungen. Und auf der anderen Seite hat man eben auch noch sehr stark das kalte Kriegsdenken im Hinterkopf. Also, man hofft auf Europa, aber man verfällt eher in den Mechanismus, dass man sagt, das starke Amerika muss uns jetzt helfen. Hallo Kleine. Ich möchte gern zurück auch zu den Reden zurückkommen, die wir gehört haben in Bezug auf Ihre Frage. Und ich war, also ich habe, glaube ich, gut zugehört bei der Rede von Herrn Gabriel und der Rede von Herrn Schulz, war ich bis zu einem Punkt einverstanden. Der Punkt ist aber groß, glaube ich, am Ende. Wer sind die Schlafwandler? Also unter Schlafwandler, man bezieht sich über das Bosiken, das alles von Christopher Clark. Die Analogie wird öfters mit Südostasien, China, Japan gemacht. Ich weiß es nicht, ob wir in der Ukraine, in der Frage Ukraine-Russland uns 1914 befinden oder ob wir uns 1938 befinden, weil spielt die Kremlsche Macht mit Ressentiment und versucht, also Putin versucht seine Macht zu stabilisieren durch Hetze und durch Manipulation, bestimmte und gezielte Manipulation in der Ukraine. Also wer überhaupt versucht eben dann Feuer zu hetzen und dann zu sagen, wir werden intervenieren. Dialog schön, Frieden wunderbar, aber bis zu einem gewissen Zeitpunkt sprechen wir überhaupt die gleiche Sprache? Haben wir die gemeinsame Sprache und eine gemeinsame Werte? Herr Gabriel hat klipp und klar gesagt, es wurde gegen das internationale Recht verstößt. Also Russland hat gegen internationales Recht verstößt. Das stimmt auch. Aber wenn eben das Recht, das gemeinsame Recht, nicht die Basis ist für einen Dialog, wie können wir dialogieren?
Wir müssen versuchen, selbstverständlich, aber wir müssen auch, und ich fand das, den Ausdruck Säbelrasseln, Entschuldigung, der NATO nicht richtig. Also wenn ich es aus Estland, in Estland wohnen würde oder in Litauen wohnen würde, würde ich mich doch sehr freuen, dass deutsche und französische und NATO-Flugzeuge über mein Territorium fliegen und einfach ein bisschen sicherer zu sein, dass der große Bruder, der übrigens 11 Zeitzonen hat, also so viel größer ist als die baltischen Länder oder als die Ukraine ist, doch mich in Ruhe lässt. Also ich fand diesen Vergleich nicht richtig. Jetzt sind historische Vergleiche ja immer schwierig, aber sowohl das Szenario von 1914 als auch das Szenario von 1938 wirken ja nicht gerade beruhigend, Herr Münkler. Also ich würde auch nicht sagen, man sollte Vergleiche ziehen, sondern man sollte versuchen, so etwas wie strukturelle Analogien herzustellen und versuchen, mit ihnen zu arbeiten. Und da ist natürlich naheliegend, also Politik ist ja im Prinzip, wenn es sehr interessant ist, ein Agieren im Ungewissen. Man weiß nicht so genau, wie tickt eigentlich Putin und was sind seine Pläne. Und sind wir in einer Situation von 1914, wo man durch schlafwandlerisches Agieren, wie Clark sagt, aber vielleicht auch durch eine gewisse Neigung zur Zockerei, wie man auch sagen könnte, nicht? Also sozusagen ein politisches Spiel, wir probieren mal aus, wie weit wir gehen können. Oder aber sind wir in der Situation von 38, wo dazu kommt, und das macht die Sache so spannend, die Akteure von 38 glauben, sie müssen aus 14 lernen. Und sie müssen verhindern, dass wieder eine Situation eintritt wie damals. Und deswegen versuchen Briten und Franzosen eine Politik des Appeasement, gewissermaßen den Deutschen, in diesem Falle eben Hitler, gewisse Konzessionen zu machen, um zu verhindern, dass es erneut zu einem solchen großen Krieg kommt. Dummerweise haben sie in dieser Situation, wie wir im Nachhinein wissen, das Falsche gelernt. So, und jetzt beobachten wir gewissermaßen gegenwärtig uns und stehen vor dem doppelten Problem. Wie vermeiden wir das Verhängnis von 14? Wie vermeiden wir das Problem von 38, sozusagen aus 14 in der konkreten Situation das Falsche gelernt zu haben? Und drittens wissen wir nicht genau, wer der Gegenüber ist. Also bekommt die Politik was Tastendes. Aber natürlich dann die Frage an, was ist das Richtige, was wir von 14 lernen? Was wir von 14 lernen? Mhm. Naja gut, also das würde ich ja zurückweisen, dass man gewissermaßen eins zu eins aus der Geschichte lernen kann, sondern was wir beobachten können oder eher was wir lernen ist, was falsch gemacht worden ist. Und das ist 14 ziemlich klar, sozusagen dem Zufall wird zu viel Macht eingeräumt. Und wenn wir über das heutige Europa reden, kann man sagen, es gibt institutionelle Arrangements, die so etwas herstellen wie eine Blockade für eskalierendes Misstrauen, das ist im Juli 14 ein Problem, eine Resistenz gegenüber Zufällen, Falschinformationen und derlei mehr. Also dieses System aus NATO, EU und OSZE, das glaube ich ist ganz wichtig. Mehr oder weiter würde ich in dieser Frage nicht gehen. Wenn ich aber das betone, dann nochmal, weil angesprochen ist Ostasien, dann stellen wir fest, genau das gibt es in Ostasien nicht. Und das macht die Situation in Ostasien eigentlich so viel riskanter. Denn die Esten, mit Verlaub, können sich schon darauf verlassen, dass Putin nicht den Fehler machen wird, ein Mitglied der NATO zu attackieren. Die Ukraine war keins, nicht? Und deswegen müssen natürlich auch die anderen Staaten überlegen, wen wollen wir in die NATO reinhaben? Das heißt, wen machen wir invulnerabel für russische Ansprüche? Und wo ist gewissermaßen dieser Versuch der Herstellung von Unverletzlichkeit der Grenzen im Prinzip eine Provokation der Russen, auf die sie aggressiv reagieren werden? Trotzdem ist es ja nachvollziehbar. Bitte. Nur kurz, also wenn mal Putin einen Teil, also Putin oder Russland einen Teil der Ukraine annektieren würde, würde das die
sowohl die EU als auch die OSZE als auch die NATO unterminieren. Und also wir würden nicht davon einfach glimpflich weggehen. Die mangelnde Unterstützung, die Sie gerade angemahnt haben, Frau Lazarowicz, spüren Sie das in Warschau? Spüren Sie einen Effekt, wie in der Krise ist sich selber jeder selbst der Nächste? Oder spüren Sie ein tatsächliches Zusammenrücken auch in den angesprochenen Institutionen? Man merkt das sehr deutlich in den Medien, in der Presse, also dieses Engagement für die Ukraine. Man merkt das auch in den Aktionen der Vertreter der baltischen Staaten, wo auf einmal also die litauischen, polnischen Plänkeleien ausbleiben, weil man sich jetzt, weil man gemeinsam auf die Ukraine schaut und überlegt, was man dort machen kann. Und insgesamt merkt man eigentlich nur eine große Sorge. Und aber keine Möglichkeit oder keinen Ansatz, dieser Sorge Herr zu werden. Na doch, also der polnische Außenminister Radosław Sikorski betont auch immer, dass er sehr froh ist, dass es also dieses Konsortium der Außenminister der EU gibt, und er betont auch also seine gute Zusammenarbeit gerade mit Frank-Walter Steinmeier. Dieses Jahr 2014 steht ja einmal im Zeichen des Gedenkens, eben 100 Jahre Erster Weltkrieg. Es steht aber auch im Zeichen der Europawahl. Wenn Sie jetzt an das Ende dieses Jahres schauen, was würden Sie drei sich jeweils als Fazit wünschen, Frau Lazarowicz? Ich hoffe, dass die Europawahl gut ausgeht, gerade in den ostmitteleuropäischen Staaten, und dass es gelingt, den Konflikt in der Ukraine einzudämmen. Also dass man insgesamt noch anfängt, noch europäischer zu denken und zu agieren und den europäischen Gedanken auch noch weiter in den Bevölkerungsschichten verankert, nicht nur auf der obersten Ebene. Das ist sehr wichtig. Frau Le Gluanec, wie fällt Ihr Wunsch nach einem Fazit aus? Ich würde mir wünschen, dass unsere Politiker die Mut haben, zu sagen, wofür Europa steht und nicht, was es nicht ist. Also in Frankreich ist es zu oft die Tatsache, dass man sagt, aber ja, man behält doch die Souveränität und so weiter und so fort. Nein, also Souveränität verschwindet und verschwindet sowieso, mit Europa oder ohne Europa. Und Europa ist sehr wichtig und sehr wichtig für uns alle. Und das wurde aufgezählt von Manuel Valls, von Sigmar Gabriel, von Martin Schulz, wofür es steht. Man sollte das viel mehr hören. Plus würde ich mir auf eines wünschen, dass Ressentiment gegenüber Europa und gegenüber den anderen verschwindet. Wir haben Ressentiment war immer ein bisschen im Hintergrund, Weimar, auch Russland. In Ungarn muss man auch nicht vergessen, dass es eine Regierung, eine sogenannte europäische Regierung gibt, die das Ressentiment gegenüber Trianon instrumentalisiert. Also das wären meine zwei Wünsche. Europa klar verteidigen und lieben, und zweitens gegen den Extremen aller Seiten kämpfen. Heiliger. Also mich würde sehr freuen, wenn die Europäer begreifen, dass sie auch ein machtpolitischer Akteur sind und nicht nur ein Administrierer von Wohlstand. Denn dieses Missverständnis ihrer eigenen Rolle hat auch ein bisschen dazu geführt, dass die Sache in der Ukraine so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Also das könnte man sagen, ja, mit Max Weber, das Beamtenavancement innerhalb der Leute, die den diplomatischen Dienst in Europa machen, hat sie nicht begreifen lassen, dass das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine natürlich einen Dritten ins Spiel bringt, nämlich den Akteur Russland,
der sich 1914 lässt grüßen von Einkreisungsängsten umsetzt fühlt. Und nachdem sie schon von der Ostsee abgedrängt worden sind, möchten sie auch nicht noch das Schwarze Meer verlieren. Kluge Außenpolitik besteht darin, dass ich solche Gegenspieler von vornherein auf der Rechnung habe, dass ich entweder mit ihnen spreche oder aber, für den Fall, dass sie dann aufkommen und reagieren, einen Plan habe, wie ich darauf reagiere. Da kann man sehen, sozusagen die Europäische Union denkt eigentlich noch Außenpolitik in dem Verteilen von Wohltaten. Wir geben euch Geld, wir geben euch Zugang zu unserem Wirtschaftsraum, dafür haltet ihr euch stärker an Menschen- und Bürgerrechte. Symbol war Timoschenko. Dass sie inzwischen zu groß sind, um so naiv zu sein, das ist ein Lernprozess, den müssen sie noch nachvollziehen. Würde mich freuen, wenn sie da ein bisschen vorankommen, die Europäer. Jahre Erster Weltkrieg, Lehren und Herausforderungen für Frieden und Stabilität in Europa. Wir lernen in diesen Tagen, die Herausforderung ist groß. Wir lernen aber auch, der Blick zurück lohnt, gerade angesichts dieser Herausforderung. Deswegen geht mein Dank in diese Runde, herzlichen Dank. Und es geht mein Dank an Sie, dass Sie sich diesen heutigen Vormittag Zeit genommen haben. Ich wünsche eine angenehme Restwoche und danach dann im Anschluss fröhliche Ostern. Dankeschön. Ich hätte ja noch